Part 21 sind wir jetzt schon bei Let's Play Granny Smith. Und wir steigen direkt ein wieder zu dem nächsten Level Roberts. Und ich kann mich noch erinnern, ja, man assoziiert dann natürlich irgendwelche Level mit irgendwelchen Themen, die ich darauf angesprochen habe. Und Roberts habe ich jetzt erzählt, so Laber Frittenbude. Ja, Sarah Connor hat auch in dem Film Roberts mitgespielt und Traumhochzeit mit Mark Terenzi. Und dass Promis nie Beziehung führen kann. Das kann ich noch gut erinnern. Das sind so geile Assoziationen, die man dann wieder hat. Ja, ist echt manchmal echt witzig. Aber manchmal denke ich mir den Kopf. Jetzt so, habe ich es einmal angesprochen, weil das doch echt krass ist, wie ich mich so daran erinnere. Genau wie ich das jetzt noch so erzählt habe. Oh, das war knapp. Ja, das ist so ein Level, wo man hier immer so hässlich abspringen muss. Habe ich inzwischen gelernt, wie es geht. Ich wusste ja nicht früher nicht so richtig, wie das geht. Aber inzwischen klappt das doch ganz gut. Und ich habe jetzt schon 2 Äpfel, ne, oder? 2, ja. Okay, da ist der letzte. Das ist schwer daran zu kommen, weil da muss ich dann eher zurückfallen. Da muss ich echt gutes Timing haben, mich im richtigen Moment dann sozusagen loslassen. Das war schlecht. Den Apfel muss ich natürlich nochmal mitnehmen. So, du blöder Dieb, lass mich vorbei. Wir hatten früher auch immer einen Mazda. Also ein Auto Mazda, ne? Sollte ich vielleicht jemand sagen, ne? Und dann haben wir immer gerufen, Platz da, hier kommt der Mazda. Immer so ganz geile Typen. Auch immer ganz, ganz witzig gewesen jetzt so, oder? Weil ich kam da so rauf, weil ich gerade eben mal bei dem Typen so gesagt habe, ja, lass mich durch hier. Platz da, hier kommt der Mazda. Man hat dann immer so coole Reime erfunden, ne? Und ja, wie man halt mit Freunden immer viel draußen war früher und da so einen Scheiß halt gemacht hat. Wie zum Beispiel so völlig willenlose Sprüche erfunden. So, perfekt. Und plötzlich sah man auch, wie oben die Punktzahl plötzlich Gold wurde. Und das sieht doch perfekt aus. Und jetzt darf ich nicht mehr abschmieren. Okay, wenn ich das sage, dann umso mehr stelle ich mich unter Druck. So, 3 von 3. Okay, wenn ich jetzt abschmieren würde, dann wäre das Turbo bitter, aber ich glaube eigentlich... Ja, genau. Kommt jetzt das Ziel. 3 von 3 Äpfel, genau. Und jetzt kommen wir zu einem Level, an das ich mich auch sehr gut erinnere. Das war echt richtig schwer. Ja, da musste man doch auf diesen Fließbändern fahren. Und da habe ich wirklich nicht eine Hand gesammelt, aber das lag auch, weil ich mich echt blöd angestellt habe und dieser Dieb mich einfach nur voll abgehängt denn hat. Und dann konnte ich natürlich, hatte ich keine Chance mehr, an die Äpfel ranzukommen. So, Vollgas hier mit dem Stock dagegen, das sieht natürlich auch ganz witzig aus. Nochmal neu. Ich darf nicht gedrückt halten, weil ich habe gedacht, ich könnte beide Kisten überspringen. So. Die Münzen zeigen mir mal wieder an, wann soll ich abspringen. So, ich fahre hier oben längs, ich bin cooler. Okay, unten geht anscheinend aber schneller. Hm, komisch. Egal. Und der erste Apfel gehört mir! Epic. Naja, jetzt hängt er mich schon wieder ab, weil ich wieder an diesen blöden Kisten hängen geblieben bin. Naja, ich kann es noch weiter versuchen. Jetzt geht's hier durch den Automaten. Ich kann nichts sehen. Ja, jetzt geht's an diesen Stampfern hier vorbei. So ein Scheiß! Leute, das war ein Bug oder was war das? Oder hat der für jedes Mal mitgezählt, immer wieder 5 Sekunden draufgehauen? So, wenn du getroffen bist, bist du 5 Sekunden K.O. und dann wurde ich ja 3-4 Mal getroffen. Also bin ich 20 Sekunden K.O. oder wie haben die das jetzt gerade berechnet? So, da darf ich jetzt nicht bis nach ganz oben fahren.
So, hier geht das nämlich doch denn deutlich schneller. So, mit einem dreifachen Salto am Haken. So, der geht mir. Gut. Das habe ich diesmal perfekt gemacht. Und jetzt muss ich mich konzentrieren. Und einmal so durch alles einmal durch. Ja, perfekt. So, und jetzt geht's rückwärts hoch. So. Konzentrieren. Jetzt muss ich ja nach vorwärts springen. Genau, habe ich perfekt aufgepasst. Und ich habe schon 3 von 3 Äpfel, oder? So, jetzt kommen die wieder einzeln. Genau, nee. Da ist der letzte Apfel. 2D-Apfel. Wow. Stell dir mal vor, ich wäre überweggeflogen. Und ja, jo. Aua. Das ist mit ein paar Splitter davon gekommen, aber 3 von 3. Das sieht doch richtig gut aus. Und ich bin auf dem Wege, Ui freizuschalten, oder wie auch immer der kleine Knirps heißt. Und wir kommen ins nächste Level. In Part 21 Space Space Station. Warum sagt Space Station? Sterne. Genau, Sterne. Und Stuhl. Oh nein. Das habe ich gehasst. Weil das nicht funktioniert. Pass auf. Oder vielleicht ist der Bug weg. Das war vielleicht einfach nur ein Bug, den ich nur da an dieser Zeit hatte. Ich hoffe. Ich hoffe bei Gott, dass der weg ist. Aber bisher klappt doch alles ganz wunderbar. So. Wie ich mich jetzt perfekt abstoße, weiß ich auch inzwischen. Das ist jetzt auch nicht mehr mein Problem. Und ja. Bin echt ein kleiner Pro geworden, finde ich, in dem Spiel. Also es soll jetzt nicht irgendwie scheiße klingen oder so, aber ich finde, ich bin echt ohne Scheiß ganz gut geworden. Und ich glaube, der Bug ist weg. Oh. Mein Gott. Ich bin noch vor ihm. Wie habe ich denn das geschafft? Schweb rein. Schneller. Nein. Nein. Oh Mann, ey. Mist. Ja, da ist jetzt der letzte Apfel. 2 von 3 habe ich nur gesammelt. Aber eine Goldmedaille trotzdem. Unglaublich, wie auch immer ich das schaffe. Ja gut, gleich neu starten, 2 von 3, das bringt mir nicht viel, das will ich auch nicht. Und ist, ja genau, da ist noch das Space Shuttle, das ist gleich das erste Level. Schön lang gemacht, das ist ja lieb von euch, dass man gleich mit einem schönen leichten Level ins Thema eingeleitet wird sozusagen. Auch nicht schlecht, das ist auch eine Methode hier mit Ultra-Lagging. Ich hoffe, dass er sich jetzt langsam wieder fängt, wenn ich die Stelle jetzt verlasse. Manchmal laggt nämlich nur an bestimmten Stellen. So, und den überhole ich nämlich jetzt, genau. So, und ich hoffe jetzt, ich bleibe jetzt vor ihm und schaff das jetzt, macht das jetzt besser. So, das habe ich ja alles noch locker hinbekommen hier. Ja, no problem. NP und 2. Ich schmier jetzt wieder ab. Ja, es ist das gleiche wie beim letzten Mal. Ja, genau, die spacken wie beim letzten Mal. Schade drum. Ich hoffe, ach, vielleicht. Nee, die hat er nicht mehr, diese Spacken. Da bin ich die letzte Mal ja auch mal voll abgeglitscht. Haarscharf eingeholt, ey, das ist geil. Aber ich kann froh sein, also wenn ich auf hart spiele, dann ist der fast genauso schnell, glaube ich, als ich. Aber jetzt bin ich doch noch um einige schneller und kann ihn einholen. Oh, das war glücklich. Oh Mann. Toll, ey. Dann will ich das lieber wie gerade eben machen. Direkt reinfliegen mit Glück.
Ne, jetzt hat er das hier auch. Das ist meine Schuld, denke ich. Das ist kein Bug, das ist, ich bin zu viel Tempo. Ich muss mich da besser einfädeln. So, genau. Perfekt eingefädelt. Hat einfach nicht genug Kraft, die Oma. Das wird der Grund sein. Sie ist schon schwach und alt. Naja, werden wir auch bald sein. Komisch sich vorzustellen, dass wir diese Welt irgendwann, klar sollte man jetzt vielleicht noch nicht darüber nachdenken, aber irgendwann werden wir diese Welt auch verlassen. Das finde ich komisch. Finde ich heftig irgendwie auch. So, und diesmal habe ich es perfekt geschafft. Aber wie man sich so oft Gedanken über dieses Leben macht, das ist schon was Komisches. Ja, genau, hier falle ich denn mal direkt. Fahr, fahr, fahr! So, 3 von 3 und jetzt darf ich nicht mehr abschmieren. Ich habe es nämlich noch nicht geschafft. Ich darf nicht davon ausgehen, dass ich das jetzt nämlich schon geschafft habe. Das ist nämlich der größte Fehler. Doch, gut, kam nichts Schweres mehr. 3 von 3 Äpfel in dem Level. Glaube ich, an dem ich am allerlängsten dran saß. Ich glaube, es gab kein Level, an dem ich länger saß. Also das war schon extrem. Dann kommen wir zum nächsten Mars, glaube ich, ist es genau. Das ist der Mars. Kann man gut erkennen. Wenn man ein Auge natürlich auch für die Astronomie hat, kann man das gut erkennen. Denn in meiner Freizeit beschäftige ich mich auch natürlich mit Astronomie. Ungelogen. Nein. Ich bin ein ganz normaler. Ich mag Schule nicht. Bin froh, wenn ich aus der Schule bin. Und ich glaube, arbeiten ist cooler. Natürlich, ich habe auch schon gearbeitet an vielen Sachen und so. Also jetzt nicht nur Praktikum und so, sondern auch mal gearbeitet so. Und ich finde jetzt nicht, dass das... Weil die arbeiten, sagen, ja, Schule ist besser, genießt dein Schulleben und so. Aber arbeiten ist noch viel geiler. Ist ja gut, kommt auch darauf an, was du arbeitest. Wenn du im Büro den ganzen Tag sitzt und viel Geld verdienst und richtig anspruchsvolle Sachen hast und jederzeit... Also die ganze Zeit unter dem Druck stehst, dass du gefeuert werden könntest, wenn du einmal deinen Job nicht gut machst. Das ist natürlich furchtbar, finde ich. Denn bringt der Job auch echt nicht viel Spaß. Und ich rede jetzt auch nicht, wenn du, weiß was ich, Müllabfuhrfahrer bist. Aber ich glaube schon, dass Arbeiten cooler ist als Schule. Aber das ist nicht jeder Schüler. Gut, viele sagen aber auch, dass bestimmt, dass Arbeiten besser ist. Aber die zur Schule gehen, du, das sind 98%, die sagen, Arbeiten ist besser. So, ich muss mich jetzt konzentrieren, das geht nämlich jetzt hier echt schnell zur Sache. Mist. Da war ein Apfel, da hätte ich hochspringen müssen. Gut, das ist nicht leicht gewesen. So, der Anfang ist jetzt kein Problem mehr für mich. Wie ich mich an der Decke und so abstoße, muss ich einfach nochmal den Sprungbutton drücken. Wer hätte es gedacht, dass ich darauf nicht früher kam? Naja, was soll's, ne? So, wieder perfekt geflogen. Und nochmal perfekt geflogen. So. Jetzt habe ich einen Apfel. Der zweite kommt auch gleich und dann der dritte ist echt schwer. So. Ist ja alles no problem, ne? So, der zweite. Und jetzt kommt gleich der fiese dritte. Was ist das denn? Nein! Nein! Ich habe losgelassen und da habe ich gleich wieder den Stock ausgefahren, dass ich gleich bloß nicht dieses, den weiteren Dings verpasse und dann, ja, was kam dabei raus? Sie hat die wieder eingehakt und ist zurückgefahren, ey. Echt, echt, richtig, richtig geil. Finde ich richtig gut, sowas. So eine Aktion. Für die, die es nicht verstanden haben, das war Ironie. Oder Sarkasmus oder so.
ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht so richtig, so hundertprozentig den Unterschied zwischen Sarkasmus und Ironie. Es heißt ja nämlich, dass es da einen Unterschied gibt. Ironie ist, glaube ich, liebgemeintes Verarschen sozusagen, und Sarkasmus ist eher was Böses, also was im Hintergrund nicht so freundlich gemeint ist, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Und... Und... Gut. So, jetzt komme ich ja gleich in... Nein! Ich muss früher hochspringen. Mist, ich muss früher hochspringen. So, das schaffe ich jetzt noch. In dem Part jetzt hier, in Part 21. Das schaffe ich jetzt noch, auf jeden Fall. Das ziehe ich jetzt mit hier mit meiner lieben Granny durch. So, das ist ja alles kein Problem. Das habe ich ja bisher fast jedes Mal geschafft. Außer beim ersten Mal, da wusste ich halt gar nicht, dass ich da hin sollte. Mein Absprung gelingt mir auch immer sehr gut. Und das Festhaken gelingt mir eigentlich auch immer sehr gut, aber diesmal nicht. Oh, so ein verfickter Dreck. So ein verfickter Dreck, echt. Macht einen, ist ein bisschen ärgerlich immer, wenn man so bittere Fehler macht, finde ich. Weil ich mich zu scheiße gedreht habe. Diesmal drehe ich mich perfekter. So, jetzt... fast jede Münze mitgenommen. Das wäre natürlich wieder ein Zeichen dafür gewesen, dass ich perfekt gefahren bin, aber... ja. Haben die halt die Münzen nicht gut vorgegeben. Ich bin perfekt gefahren, klar. Die haben die Münzen falsch gelegt. Einbildung ist auch eine Bildung? Nee, so Scherze mache ich ja viel, ne? Dass ich ein Pro bin und so, das erzähle ich ja oft. In Wirklichkeit bin ich überhaupt nicht der Pro. Ich bin ein totaler Noob in allem. Außer in Granny Smith. Und das ist ja wohl eine Leistung. Das ist, bringt dir im Leben auch so viel, wenn du gut in Granny Smith bist, ohne Scheiß. Juhu. 10.000 Punkte. Wow. Und ja. Ich würde auch sagen, 3 von 3 Äpfeln. Und jetzt darf das Ziel auch gerne kommen. Ja, kommt's auch. Level cleared. Und dann beende ich auch mal ganz nett und freundlich. Und wir haben nicht mehr viel vor uns, Leute. Überhaupt nicht mehr. 3 Level, um genau zu sein. Und dann ist Let's Play Granny Smith auch abgeschlossen. Hier auf dem absolut margonischen Kanal. Sinnlos margonischen. Ach, wer es bemerkt hat. Eine Adjektivisierung. Gibt es das? Also Nominalisierung gibt's. Substantivierung, wie auch immer. Aber gibt es eine Adjektivalisierung oder so ein Scheiß? Dass es zum Adjektiv wird? Nein, nein. Ihr seid margonisch. Das war's mit Part 21.